Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer und heute geht's weiter mit meinem Let's Play von meinem eigenen Park in Planet Coaster. Es freut mich, dass ihr heute dabei seid. Der letzte Part ging ja absolut durch die Decke. Irgendwie, ich weiß gar nicht, 30.000 Aufrufe für meine Verhältnisse. Extrem viel. Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die in das Video mal reingeschaut haben. Da habe ich hier meinen neuen Bereich da hinten vorgestellt, gezeigt, wie der so aussieht aktuell. Und ja, das hat jetzt mal wieder eine Weile gedauert und ich komme einfach leider nicht dazu, hier zu sagen, komm, ich mache mal wieder ein bisschen weiter. Hier ist ganz schön leer. Um mein Let's Play, mein Park hier zu erweitern. Deswegen werde ich jetzt heute einfach mal so live aufnehmen. Wir gucken, was wir jetzt so machen können noch nebenbei an Kleinigkeiten und was dann so demnächst geht. Ich will nochmal nebenbei ein paar Kommentare, die Top-Kommentare aus dem letzten Video, mir anschauen, was da so von euch geschrieben wurde. Und sehe gerade, dass hier die Warteschlange leer ist. Was mich wirklich sehr wundert bei der Jurassic Park Bahn, weil die eigentlich wirklich sehr beliebt ist. Hier könnten wir mal den Preis, aber der Preis ist eigentlich schon ein bisschen runtergesetzt. Und das Ding muss eigentlich immer voll hier losfahren. Hier ist eigentlich auch wichtig, ja, ich habe hier drei Züge drin, da müsste ja eine Zug immer so ein bisschen warten und alles, ne? Aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Park und ich danke auch für viele tolle Kommentare, die ich so bekommen habe von euch. Mich doch tatsächlich nochmal aufgebaut haben, weil ich an mir zweifle manchmal. Hier geht es richtig ab hier oben. Ja, hier muss der oben ein bisschen warten, weil die Bahn halt einfach nicht optimal gebaut wurde mit den ganzen Blockbremsen und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen ist es wirklich ein sehr schöner Park. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Ihr hattet auch vor einer Weile mal gefordert, dass ich, oder gesagt, ja, mach doch mal eine Parktour durch deine ganzen Parks, die du auf deinem Computer so drauf hast, die du selber gebaut hast. Ich habe tatsächlich Bock, mal einfach wieder einen neuen Park anzufangen, so einen, wo ich mir nicht so extrem viel Mühe gebe wie bei diesem hier, wo es einfach ein bisschen schneller vorangeht. Aber dann würde ich ja den hier komplett liegen lassen, das wäre ja auch nicht so schön. Wir wollen ja gucken, wie es hier weitergeht. Mein Ziel ist jetzt in nächster Zeit, das Ding hier zuzubauen. Hier hattet ihr vorgeschlagen vor einer Weile, dass ich da einen Laden hinmache und hier ein paar Plätze, dass die Leute hier sitzen können. Das will ich auf jeden Fall machen. Ich habe mir überlegt, auch hier so einen Zaun drumherum zu machen, dass hier See umzäunt ist, damit das hier hinten nicht so leer aussieht. Hier ist es so ein bisschen komisch. Das ist, finde ich, nicht so extrem realistisch, sage ich mal. Ich finde, hier müsste ein bisschen was hin. Vielleicht auch noch ein paar Bänke. Und ansonsten, ja, hier vorne ist es so leer dran. Hier muss halt irgendwie noch was hin. Sonst wirkt mir das hier, die rechte Seite hier zu leer. Aber man muss auch nicht alles vollballern. Das habe ich jetzt auch in anderen Parktouren gesehen, die ich gemacht habe. Hier muss noch mal trotzdem noch was hin. Das ist mir noch zu kahl. Das könnte man jetzt so, solche kleinen Ecken würde ich jetzt gerade in Anspruch nehmen. Und hier geht irgendwie gerade kein Mensch lang. Ich mache mal die andere Kameraperspektive. Kein Mensch geht hier lang. Wie sieht es eigentlich hier mit den Bahnen aus? Die müssen ja ständig gewartet werden. Das ist schon Wahnsinn. Hier irgendwie gefühlt muss die immer wieder gewartet werden, damit die nicht so viele Ausfälle hat, weil die geht wirklich ständig kaputt. Die ist gerade eigentlich topfit. Lange Wartezeit hier bei Tor. Wirklich sehr lang. Aber hier geht gerade keiner lang. Es gibt auch keinen richtigen Anreiz, glaube ich, für die Leute hinten lang zu gehen, weil der Weg hier hinten hin ist einfach zu weit für die. Die Bahn ist irgendwie gar nicht offen, warum auch immer. Ich weiß es gar nicht, siehst du, deswegen. Das muss ich mal machen. Dann hatte mir noch irgendjemand einen Tipp geschrieben, dass hier da so ein Stück weg musste, damit die Leute überhaupt über diesen Weg lang gehen. Das habe ich auch gemacht. Und jetzt muss ich hier nochmal eine Testfahrt machen, damit hier auch alles gut vorangeht. Wie viele Wagen haben wir denn jetzt hier drin? 4. Wir könnten tatsächlich 6 Wagen reinmachen. 4. Warte mal, wo stehen die jetzt hier? 1, 2, 3 und einer drin. 4. Ob man mit 5 Wagen zu viel Wartezeit hat, könnte man da mal testen. Fahren die jetzt schon los, wenn ich jetzt hier... Die sollen noch testen. Testfahrt läuft. Worauf wartet ihr jetzt? Ja genau, der wartet mich, dass der da unten rausfährt, dann kann der erst los. Jetzt wartet der, dass... Obwohl, der konnte jetzt hier direkt... Ne, der wartet jetzt, dass der da drin ist. Ja, jetzt kann der auch los. Also, mal gucken, wie das halt ist, wenn die Warteschlange auch noch da ist. Auf jeden Fall war euer Tipp ja wirklich sehr hilfreich. Oh, hier gehen sie gerade alle weg, weil die Bahn kaputt ist. Also, unser Baubereich ist tatsächlich auch... im Bau, ja, ist noch nicht alles hier top. Und ich habe noch einen Hinweis von einem Zuschauer bekommen. Der hat meine Bahn hier nochmal ein bisschen perfektioniert, aber ich konnte es leider nicht übernehmen. So, jetzt kommt grün.
So, grün. Der hat das hinbekommen, dass das hier grün ist noch. Das würde ich eigentlich auch gern machen. Und zwar hat er Folgendes gemacht. Das werde ich jetzt nicht in diesem Part machen. Das werde ich vielleicht einfach so machen und euch das Ergebnis dann zeigen. Und zwar hat er die Bahn hier rausgehen lassen. Wo war das? Einfach hier oben drüber. Ziemlich geil fand ich das, die Idee. Also hier drehte sich das hier nochmal hoch. Hier oben drüber. Dann ist er hier einmal nochmal hier rumgefahren. Und kam dann hier rum irgendwie hier zurück rein. Und das fand ich eine ziemlich coole Sache, weil du dann hier nochmal so ein, hier drüber fährst und nochmal hier über diesen Bereich. Das sah sehr geil aus. Warte mal, nee, wie ging das genau lang? Ging der nochmal hier durch sogar? Ich weiß nicht, aber der ging auf jeden Fall hier hinten nochmal lang und dann hier rum zurück. Und damit war das hier nochmal voller alles gebaut und das sah noch besser aus. Das will ich auf jeden Fall übernehmen. Fand ich eine sehr geile Idee. So, wie mache ich das jetzt am besten? Dass ich. Was war denn das gerade für ein Effekt hier? Dass ihr ein bisschen Action habt, dass ihr ein bisschen was seht. Aber wir sind lange nicht mehr hier mitgefahren, ne? Aber ich noch kurz ein paar Kommentare vorlesen kann. So, ich finde das ja immer ganz lustig. Ich stelle mich mal jetzt hier hin. Wer sind wir mal? Wir sind hier das Mädel mit dem Afro. Und werden die jetzt einmal beobachten, hier mit der Filmkamera, wie sie wahrscheinlich in den nächsten. Was ist jetzt los? Doch, hier steht sie an. Ja, alles gut. Mit der Filmkamera gerade mal beobachten, wie das hier vorangeht. Ich will mal kurz nebenbei die Kommentare nochmal anschauen vom letzten Part. Und das ist Part Nummer 33 gewesen. Echt krass. Richtig viele Aufrufe, sehr viele Likes, einige Dislikes. Ist auch okay. Alles normal, im normalen Bereich. So, und hat hier jemand geschrieben, Name, muss ich ihn vorlesen? Mac, Rex, 8, Rex, wie auch immer. Hab eine Bereichsidee. Altdeutschland mit dem Hypercoaster und einer Themenfahrt wäre geil. Aber kein Hypercoaster, sondern etwas kleineres, wie eine Bodenlosbahn. Schreibt dann der Superwubi noch dazu. Das war so ein Top-Pop-Kommentar. Top-Kommentar. Wie sie sich freuen hier beim Reinsteigen. Es ruckelt. Achtung, Fehler. Die Warnstreifen auf der Brücke verhindern, dass die Besucher durchlaufen. Liken, damit er es sieht. Hashtag likegeil. Und er hatte recht. Das habe ich gemacht, hatte ich euch eben gezeigt. Danke an Lebendig21. Dann haben wir hier Super Bubi TV. Kannst so gut thematisieren. Hast du ein paar Tipps für die nicht so gut bauen und thematisieren können? Und da habe ich auch geschrieben, allgemein wäre mein Tipp, schau dir andere Parks an, schau dir ein paar Dinge ab, die du dann bei dir versuchst zu bauen, üben, probieren und vor allem der Fantasie freien Lauf lassen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Man muss einfach gucken, vielleicht, wie machen das andere, das ein oder andere übernehmen und probieren, wie könnte was zusammen kombiniert werden, dass das dann gut aussieht. Jetzt sehen wir hier irgendwie nichts gerade. So, was haben wir noch? Mega gut geworden von Manuel Zeiselberger. So, deine Achterbahn Danger Zone nach dem Looping zu kurz. Deswegen habe ich sie mal umgebaut. Das war der Jerry 1904. Der hat auch noch mal ein YouTube-Video dazu gemacht. Und ja, das fand ich sehr gut. Das würde ich halt gerne so übernehmen. Würde mich freuen, wenn du es dir ansehen würdest. Vielleicht lässt noch deine Meinung. Natürlich ist es deine Entscheidung und dein Park, wie du es machst. Ich will dir nicht reinreden. Dieser Umbau soll lediglich ein Vorschlag sein. Das finde ich super gut gemacht. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und für sowas finde ich das halt toll, dass man so eine Community hat, die da wirklich wie ihr so schön Tipps gibt und tolle Kommentare einfach hinterlasst. So, es fehlen definitiv Dixie-Klos auf der Baustelle. Dixie, wenn es um die Wurst geht. Ja, aber die kann ich leider nicht richtig bauen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich habe da halt jetzt so eine Containertoilette gebaut. Dixie-Klo war nicht drin. So, jetzt geht die Fahrt hier los. Ich gucke nochmal nach einem Kommentar mit ein paar Likes drauf oder hier, was ist hier noch? Kannst du den Coaster einfach zum Beispiel auf den Kranblockbremsen hinklatschen oder auch immer kurz nach dem Lift am Hochhaus die Gerade etwas verlängern und darauf den Blockbremsen machen? Ja, damit man damit die Bahn schneller weiterfährt und sowas, denke ich mal. Ja, und die lange Bremse hinter dem Looping durch Blockbremsen ersetzen. Dann müsste es eigentlich auch mit vier Wagen gut laufen. Falls du dich fragst, ob die dann natürlich verlangsamt werden, kann man die Zielgeschwindigkeit der Bremsen beim Bauen anpassen. Ja, sehr guter Tipp. Der Park sieht spitze aus und deine Baustelle sowieso. Und das ist eigentlich, also tatsächlich, das ist echt ein super geiler Bereich hier, dieser Jurassic Park Bereich. Ich finde nur im Nachhinein doof, dass ich nicht noch eine normale Attraktion da reingemacht habe. Das fehlt leider noch. Aber
Ansonsten haben wir hier eine Achterbahn und eine Wasserbahn drin und das ist ja schon mal cool. So, hatten wir noch was ganz Wichtiges, was ich jetzt hier bereichen wollte? Lego-Bereich wurde gefordert. Grafikkarte habe ich jetzt schon so oft gesagt, dass ich 1060 habe. Mit 6 GB. Oh, ein richtig geiler Park. Der Jurassic Park-Bereich ist zu geil, schreibt ja auch der It's Stevie. So, ein echt geiler Themenbereich. Also, es freut mich auf jeden Fall sehr. Es hat mich auch einige gefragt, wie denn jetzt mein allgemeiner Plan noch so ist. Ah, guck, dann hat sie auch gerade hier die Fahrt geschafft. Steigt hier aus. Und das ist schon ziemlich nice, wenn man hier rauskommt und dann so einen coolen Themenbereich hier sieht. Wenn ich hier ranzoome, dann hat das sowas von. Ne? Ja, hier gehen halt auch mal ein paar Leute lang. Oh, hier sehe ich, das ist auch nicht ganz optimal. Nee, die wir doch nicht da lang gehen. Doch nochmal umentschieden. Jo, machen wir die Kamera von außen mal hin. Ja, das ist jetzt mein Let's Play. Aber ich finde, das Let's Play sollte auch einfach sein, wie es mir am meisten Spaß macht. Viele fordern, dass ich wirklich hier immer eine Attraktion gebaut habe oder hier alles in Zeitraffer dann mache. Manche wollen das komplett in Echtzeit. Ich kann es eh nie allen recht machen. Und deswegen, ne, ich mache einfach mein Ding und hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann gut. Wenn nicht, dann halt nicht. Und mir ist noch aufgefallen hier die Bahn, ne? Unsere schöne Monorailbahn, die darf nicht unterirdisch fahren, ne? Hier, das muss später, da muss ich hier dann abreißen. Ich weiß ja noch nicht, wie der nächste Bereich hier weitergeht. Die muss ich hier abreißen ein Stück und dann, die muss oberirdisch weitergehen, weil es darf nicht sein, dass die hier hinten komplett unterirdisch lang fährt. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt hier lang geht. Also die geht jetzt hier rum, kommt dann hier in dem. Hier kommt ja, hier muss noch ein Bahnhof hin. Ich wollte ja hier einen Bahnhof reinbauen, weil hier unten drunter ist der. Dass man von hier reingehen kann. Das finde ich sehr wichtig. Und dann muss die hier auch wieder irgendwo, vielleicht muss sie dann später hier rum, hier lang, oberirdisch lang fahren und dann da hinten rum, damit wir einmal um den Park und durch den Park diese komplette Monorailbahn fahren lassen können. So, die hat jetzt auch auf, ne, habe ich wieder aufgemacht. Das heißt, jetzt gehen auch Leute hier lang, wie man sieht, ne? Jetzt lohnt es sich für sie. Hier lang zu gehen hinten in den Bereich und das ist gut so und dann kommen hier Massen Leute rein, ja, hier ist mein Dixi-Klo, vielleicht hätte ich Dixi-Klo ranschreiben sollen, wenn es um die Wurst geht, ja gut, Danger Zone, finde ich cool, also ich bin echt sehr zufrieden. Ja, aber den Bereich haben wir uns jetzt wirklich in letzter Zeit oft genug angeguckt. Ich werde euch das Ergebnis dann zeigen, wenn ich die Achterbahn nochmal umgebaut habe. Schreibt ja auch gerne eure Meinung dazu, ob das okay ist für euch. Aber ich werde es halt machen. Hatte ich das hier, den Looping hatte ich auch mal angeändert. Aber diese Herzlinie ist hier eigentlich, das ist eine Herzlinien-Looping quasi. Naja, egal. So, das haben wir jetzt auch noch gesagt. Dann, hier sind ja jetzt zwei Fahrten, was ein bisschen lang dauert dann. Wo konnte ich das einstellen? Wo konnte ich das einstellen? Hier konnte ich sagen, der soll zwei Runden fahren. Damit dann wieder Gäste reingestiegen sind. Dann, naja, komisch. Also ich weiß gar nicht, wenn ich das auch wieder umstelle, ob das nur einmal geht. Kann man das hier eigentlich auch machen? Ne, hier sind nämlich nur Auslöser. Naja, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hin zurück. Was ich halt auch schade finde, ist, dass ich ja hier die Mäusebahn... Die hat halt auch eine lange Wartezeit, weil es hier einfach überhaupt nicht vorangeht. Theoretisch müsste ich die mal umbauen und diesen Eingangswartebereich einfach länger machen, damit die Bahnen hintereinander sind und einfach losfahren können. So haben wir nämlich jetzt hier vier Bahnen am Start nur. Vier! Weil ich halt nur vier Blockbremsen hier drin habe. Und theoretisch, wenn ich hier einen langen Bereich da mache, wie heißt das, eine lange Station hinmache, dann müsste es eigentlich, das kann ich nicht umbauen hier, das ist eigentlich scheiße. Ich bräuchte einfach nur mehr Blockbremsen da drin. Aber das kann ich auch nicht mehr machen. Das ist jetzt, wie es ist. Es ist leider so. Die warten hier Ewigkeiten. Guck, jetzt fährt der los. Ja, wann geht's denn hier weiter? Meine Beine wackeln. Und hier kommt keiner an. Hier kommt keiner an. Da ist der Nächste. Das ist einfach zu wenig. Ich kann das Gebäude nicht größer machen. Da müsste ich hier alles umkonzipieren. Too much. Too much. Auch hier hinten raus. Obwohl, hier könnte man theoretisch... Man könnte es theoretisch hierhin machen. Hm, naja. Aber jetzt ist die Bahn, wie sie ist. Es ist einfach so.
Die ist, wie sie ist. So, was gucke ich jetzt noch? Man könnte noch so viel machen, weil jetzt durch die neueren DLCs... Oh, hier ist halt immer nichts los in der Bahn hier. Hier will kein Mensch mit diesen Tassendingern fahren. Repariert. Man könnte sie wieder reparieren. Sie ist auf null. Was soll ich hier umändern? Das ist halt einfach ein langweiliges Ding. Da will kein Mensch mitfahren. Ja? Blöd. Doch, ich könnte hier auch mal... Doch, ich mache jetzt mal so, zack. Ich mache mal rot. Wir machen mal hier noch einen dazu. Oh, jetzt mal verrückte Idee. Wir machen wieder entgegen des Uhrzeigersinns. Testfahrt. Machen dann wieder auf und hoffen, dass das Ding dann läuft. Inspektion brauchen wir nicht mehr. Okay. Einmal eine Testfahrt machen. Siehst du, ich komme jetzt gar nicht zum Bauen. Ich mache jetzt hier einfach... Ich probiere und gucke hier nochmal so rum. So, jetzt sind alle raus. Jetzt geht's los. Das ist auch ein bisschen kahl hier, das Gebäude. Hier hätte man vielleicht auch Holz einfach hinmachen können, mittlerweile. Hm. Aber ich habe es halt so damals gebaut und das gehört jetzt dazu. Das ist einfach so. So, kann man... Achso, ihr seht übrigens im Hintergrund, ich bin ja jetzt umgezogen. Eine Etage höher. Ich war ja sonst immer in meinem Wohnzimmer. Und jetzt bin ich oben auf dem Dachboden. Deswegen sieht man auch die Holzpfeiler da im Hintergrund so ein bisschen. So, der dreht sich jetzt nochmal. Jetzt dauert die Fahrt natürlich schön lange. Vielleicht kann man dadurch halt auch mehr Spaß generieren, wenn es noch länger dauert. Ich finde eigentlich nur schade, dass die echte Tassenbahn ja immer so drei Waggons hier sind, die sich ineinander drehen. Und hier ist das doch irgendwie so ein bisschen anders gemacht. Also ich kenne das jedenfalls nur mit den anderen Varianten. Hier sind halt, weiß nicht, sechs Teller auf einem Drehteller. Naja, egal, dann ist das halt hier so. Ich krieg gerade einen Drehwurm. So, ist das jetzt mal fertig, das Ding? Es ist fertig, wir machen auch grün. Spaß macht das Teil immer noch keinen. Aber wir gucken mal, ob die Leute jetzt Bock haben, da reinzugehen. Nö, da machen alle echt irgendwie einen großen Bogen drum. Die rennen irgendwo hin, die rennen irgendwo hin. Wohin rennen die? Die haben Hunger und Durst, ne? Wo rennt ihr hin? Wo soll es hingehen? An den Stand, ja, was zu essen. Okay. Ballon! Oder was? Ey, wollt ihr mich verarschen? Die haben doch gerade voll Hunger und Durst gehabt und rennen hier an den Ballonstand. Das macht doch keinen Sinn. Übrigens, nächste Woche geht's los mit meinem... Oder demnächst geht es los mit meinem Jurassic Park Evolution... Jurassic World Evolution Gameplay. Okay, wir haben hier einen Bug. Wir haben hier einen originalen Bug erlebt. Die sind jetzt auf einmal wieder am Eingang. Naja. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Und hier müssen wir jetzt einen Laden hinmachen. Das Teil mache ich erstmal weg. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier anfange zu bauen. Das wird halt echt aufwendig. Ich muss auch mal gucken, wie ich das mache, dass ich hier einen Platz habe. Das kann schon mal weg hier alles. Hätte ich einfach auch auf die andere Seite machen können. Sonst haben die hier keine Plätze mehr. Ich habe schon echt lange nicht mehr gebaut, muss ich ehrlich zugeben. Steuerung D ist kopieren, ne? Ja. So, da mache ich mich auch. Ich weiß mal nicht, welche Läden wollen denn die Leute überhaupt haben? Was für einen Laden wollen die Leute haben? Oder habe ich hier sogar einen, den ich einfach fertig nehmen kann? Schönen Burgerladen. Ja, das ist hier so, ne? So mäßig. Hab ich denn hier was Fertiges? Oder Getränke? Das ist hier in einigen Teilen also mit drin. Ja, hier so Burg-Style. Aber wir haben ja hier die Stadt. Da muss ich das auch daran irgendwie passend machen. Das Ding kennt man, glaube ich, auch standardmäßig. Da fehlt noch was. Ja. Piratenmäßig. Wir könnten hier so einen Bus hinstellen. Auch nicht schlecht. Mit diesen Tischen da. Der hat doch auch irgendwie was. Da müsste ich das jetzt nicht selber bauen. Obwohl, naja, ist ein bisschen zu auffällig. Was ist das hier für ein Gerät? Wow. Krasses Teil. Ja, ich habe mir halt einige Sachen aus dem Steam Workshop hier schon vorgefertigt. Aber das hier finde ich ein bisschen zu lasch. Das ist ein Hotel oder was? Nee. Hä?
Das sah irgendwie für mich jetzt gerade ein bisschen anders aus. So, was haben wir noch bei den Burgern? War da noch was anderes bei? Ja, hier sind meine Kirmesläden, Zuckerwaren. Was ist das denn hier? Ist das eine neuere Bahn, die ich... Der lädt jetzt erstmal irgendwie. Wo sind wir jetzt? Ach, hier. Habe ich das da... Hä? Habe ich das gerade gebaut? Nee, der lädt das gerade noch. Ah, das ist hier so eine Wasserbahn. Ah, ja, cool. Cooles Teil. Ja, ich habe mir hier einiges geladen, wie ihr seht. Das muss ich mir mal irgendwann anschauen, alles. Aber das läuft alles darauf hinaus, dass ich selber mir so einen Shop jetzt da bauen müsste. Weil das passt halt einfach alles nicht. Hier ist so eine Figur da dran. Da fliegt noch irgendwas rum. Boah, das ist aber hier echt aufwendig. Richtig aufwendig gebaut. Ich habe gerade Escape gedrückt. Der lädt sich hier gerade ein Wolf. Wahrscheinlich auch, weil ich nebenbei hier irgendwie aufnehme und alles. Jetzt habe ich Escape. Ja, okay. Was ich auch noch machen wollte, war... Wo bin ich? Dass das hier hinten eigentlich weg kann. Das hatte ich mir ja alles vorbereitet. Das kann alles weg. Das kann weg. Das sind alles nur unnötige Objekte, die ich nicht brauche da. Dann läuft der Park besser. So, wo waren wir? Hier waren wir. So ist aber die Frage, ob ich die Platten hier lasse, die Steinplatten. Und baue ich das da mit rein? Das macht, glaube ich, Sinn, dass ich hier dann einen Shop mit reinbaue. Vielleicht auch zwei. Pizza. So. Jetzt müsste ich ein... Oder ich mache das hier mit ran. In die Richtung. Und mache das Gebäude einfach ein bisschen länger. Und dann ist hier ein Platz, wo die sitzen können. Das finde ich doch ganz gut. Und dann mache ich hier noch einen Getränkeladen hin. Smoothies. Energy. Slush. Slush ist immer gut. So, hier ist jetzt ein bisschen eng dran. Das geht gar nicht. Dann mache ich den hier so hin. Hahaha, du wusst wie. Schwebt der jetzt irgendwie in der Luft? Oder ist noch alles gut? So, und jetzt kann ich ja schon mal sagen, ich baue gleich das Gebäude noch um. Ich will erstmal diesen Weg hier dran bauen. Weil ich tue mich ja immer schwer mit Wege bauen. Und eigentlich könnte man, glaube ich, diesen Platz hier lassen. Das ist irgendwie ein bisschen hoch, oder? Naja, gucken wir mal. So, Wege bauen. Weil den Rest kann ich ja gleich noch zusammenbauen dann. Und dann würde ich hier sagen, ich mache hier so einen Platz hin. Oder das darf nicht da dran kommen. Und ich mache, dass diese... Genau, dass der hier erweitert wird. Und das finde ich immer sehr schwer. Wie baut man das jetzt? Ich mache jetzt erstmal den hier. Was? Warum ist da sowas? So. So. Quadrat. Wenn ich das jetzt am Raster mache, was passiert dann? Blockiert. Ja, es ist echt... Aber eigentlich will ich die jetzt zum Beispiel, dass die Ecken mit sind. Das ist halt echt irgendwie... Wie waren das nochmal? Scharfe Ecken. Also ich kann hier nicht... Ne, hier, guck, so kann ich die scharfen Ecken machen. Jetzt ist nur die Frage, was ist denn hier? Warum blockiert das denn theoretisch? So. Hat er jetzt gebaut? Keine Ahnung. Aber ich krieg die Läden jetzt nicht damit verbunden. So, Raster aufheben. So. Ja, der verbindet sich nämlich jetzt damit nicht. Das ist halt echt für mich noch so das ganz große Fragezeichen und Problem. Ah, der ist ein bisschen hoch, der Laden. Also, es ist echt komisch. Ach, es sind beide weg. Auch gut. Vor allen Dingen habe ich jetzt diesen Boden weg. Also, irgendwas stimmt hier nicht. So. Ich muss jetzt nochmal in das Gebäude hier reingehen. Also, ihr seht, ich...
Ich tue mich bei sowas selber noch sehr, sehr schwer. Kann ich den denn verschieben? Hallo? Ja. Verschieben. So. So, der muss nämlich in die Erde rein. Und der hier, ist der schon drin in der Erde? Na? Ich weiß nicht, nee, das ist zu niedrig. Aber das kann auch irritieren, weil diese Steine da im Weg sind. Das muss ich nämlich gleich mal austesten, bevor ich hier irgendwas drumherum baue. Und jetzt muss ich einen Schluck trinken. Und, ja. Ja, jetzt muss ich mal hier sagen, weg die Platten, damit ich ein bisschen mehr Durchblick habe, weil das kann ich immer noch gleich hier vervollständigen. So, Wege. Weg, 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 weg. Wege, wie kann ich denn sagen? So, jetzt ist das praktisch hier dran. Am Raster. Klappt nicht. Es klappt nicht. Warum geht jetzt nicht der Raster? Also ich, es ist echt. Es ist doch hier der Wurm drin. Hier ist nämlich irgendwie auch nochmal ein Weg drunter. Da ist ein Weg drunter. Ich sag euch, hier ist noch was. Hier ist was versteckt. Ich mach das mal hier weg. Nee. Nee. Nö. Eigentlich normal. Ich will hier eine Insel hinmachen mit so Pflanzen, das ist mein Plan jetzt, und dass das dass hier ein Platz ist, wo die wirklich sitzen können, oder vielleicht hier noch offen lassen und hier der Platz ist, wo die sitzen können, dann hier eine Insel hinmachen, hier eine Insel, das ist, ich weiß nicht, ob das funktioniert, und das würde ich gerne, ich weiß nicht, wie das klappt. Wege bauen für Anfänger. Aber ich muss das so machen, irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich sagen kann, ich möchte jetzt hier am Raster bauen. Das geht nämlich nur, wenn ich jetzt hier sage, so. Das klappt noch nicht mal das. Winkelausrichtung. Bringt mir das was? Warum kann ich hier keinen Weg bauen? Versteht. Wenn das einer von euch versteht. Ich habe schon mal nach Tipps gefragt. Die hat auch so ein Hinweisvideo bekommen. Aber das. Warum das hier nicht weitergeht. Das macht mir alles kaputt gerade. Wie soll ich hier am Raster bauen? Das ist kein Raster. Nee, also irgendwas ist da nicht schön. So, machen wir mal hier zack auf. Am Raster. Der will jetzt praktisch hier so reinbauen, weil der die großen Dinger hat. Mhm. So, mal wieder zumachen. Also, nochmal das Ganze. Hier wäre ich jetzt gerne rausgekommen. So, dann mache ich jetzt hier mal einen Weg auf. Ohne das. So, jetzt geht's hier rum. So. Hier dran. Und das geht nicht. Aber jetzt hier dran. Geht auch nicht. So, jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Ich mache jetzt hier einen großen Weg. Nee, geht auch nicht. Guck mal, wenn ich das jetzt hier aufmache, komme ich dann hier ran. Ich komme nicht an diesen Weg daran. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie ich hier einen Platz bauen soll mit den Mitteln, die ich hier habe. So, der ist jetzt eingesperrt. So, guck mal, hier kann ich nämlich rastermäßig weiterbauen. Den ich den an. Aber hier, doch, da war was, da war was. Guck mal, hier Moonwalk. Hier war eben ein Punkt, wo es ging. Aber es geht nicht mehr. Geht nicht. Ja, komm hier, da ist frei. Also es muss doch irgendeine Möglichkeit geben.
wie ich das hier alles öffne. Das ist halt echt nicht schön gemacht. Das ist überhaupt nicht schön gemacht. So, zack, zack. Machen wir das doch nochmal weg hier. Vielleicht klappt es halt so. Aber es ist dann halt nicht an diesem Weg dran. Nee, ich muss hier einen Weg jetzt machen und dann so rastermäßig hochgehen. Dazu parallel, dann kann's klappen. Nein! So. Also, das Ganze nochmal von vorne. Ich will hier raus. Ist das alles Millimeterarbeit? Winkelausrichtung, ja. So, und jetzt mache ich Raster. Raster ist Kacke. Hier kann nämlich wieder auf sein, okay. So, wenn ich jetzt Raster mache, was passiert jetzt hier? So. Warum kann ich hier nicht bauen? Warum ist da blockiert? Und da auch. Das verstehe ich nicht. Die gehen jetzt da lang. Okay. Also ihr seht, das ist halt echt konfus. Weg hier. Da, 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 da ist doch... Warum ist das... Warum? Warum ist hier Blockade? Vor allen Dingen zeigt das irgendwie an, also... So. Ich muss niesen. Also hier, es ist sehr schwierig, das Ganze für mich. So, nochmal auf. Hier ist halt nicht ebenerdig. Ich mach das jetzt nochmal ebenerdig. Wenn es das nicht ist, dann weiß ich es nicht. So, das. Das ist bestimmt der Grund. Jetzt geht's total easy. So, zack, einmal raus. Raster. Ja, das ist zu nah. Wie kriege ich das jetzt hin, dass der da schön kommt? Ein bisschen nah dran mit der Kamera. So, so wär's schön, wenn das jetzt hier ein Platz werden würde. Bin ich jetzt noch... Ne, ich bin nicht Raster. Ja. Ja, aber... Nee, das klappt so nicht. Ich mache jetzt meine Notlösung. Und die bedeutet Raster aus. Und jetzt pass auf. Zack, weg. Das habe ich doch mal irgendwo gesehen. Irgendwie kannst du mit Steuerung dann sagen, hier weg und wieder ran. Es will gar keiner in diesen Laden reingehen, ne? Jetzt gehen die da alle rüber, ne? Aber ich wollte ja hier zu haben. Oh, ey, dieser Straßenbau. Der ist nicht schön. So, ich will das nicht da dran haben. Ja genau, ich baue dann hier einfach zu. Ist mir egal. Ich mache das jetzt so, dass sich das nicht berührt. Und ich baue da einfach Pflanzen drüber. Kann ich das machen? So, Escape. Neu. Ich will hier hinten, hier soll ja ein Weg lang gehen. Geht das hier noch ein bisschen zurück? Nee, so. Das soll ja... Aber das hat ja nicht funktioniert vorhin schon. Das sieht da auch schon komisch aus. Komme ich hier noch ein bisschen raus? Hm. Nee, das wird auch nicht schöner. Wenn der Tag länger ist.
Ja. Nee, ich krieg das hier nicht besser hin. Also ihr könnt jeglichen Vorschlag, ich bin sehr dankbar, wenn da irgendwas kommt, wie ich das hier schön zusammenkriegen kann alles. Das wäre schon mal geil. Dann könnte ich halt auch mal einen Platz bauen. Wie baut man in Planet Coaster einen Platz? So. Ah, da geht nicht. Geht auch nicht. Ah, ja. Das ist echt schwierig. Verdammt schwierig. So. So. Steuerung, Alt. Ich mache jetzt hier einfach nochmal zack. Jetzt hier. Dann habe ich da so eine Insel. Ja, kann man noch nehmen. Da war was. Hier, wenn das mal. Das könnte klappen. Komme ich jetzt hier rechts ran? So. Irgendwie eine Verbindung. Verbindung dahin. Klappt auch nicht. Dann nochmal folgendes. Ja. Hier seht ihr was. Aber das ist dann halt zu groß. Tja, das wäre dann die Lösung. Aber nur bis dahin. Also ich komme meinem Glück immer näher. Aber ich will nicht, dass das hier da direkt dran ist. That's the problem. Also das muss doch jetzt hier irgendwie rangehen. Ohne dass das so kacke aussieht. So. Leute, ich mach mich noch verrückt hier. Warum bleibt es nicht einfach so? Ihr macht mich noch kirre. Es ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Guck dir das an, was soll das? Wer baut so bitte? Ja, das war Basti wird verrückt am Straßenbau. Ich bin kein Straßenbauer, wie man sieht offensichtlich. Das ist der absolute Witz, was hier abläuft. Ich bin mal gespannt, wie das in Jurassic World Evolution geregelt ist alles. Es soll ja für alles eine Lösung geben heutzutage. Ich weiß nicht, ob sie es hier hinbekommen haben. Aber so jedenfalls nicht. So. Ja, komm. Gut. Dass sich das so blöd dann halt auch noch hinmacht. Ja. Da. Okay, wenn ich das jetzt mit irgendwelchen Inseln ein bisschen verkleide, hier Blumeninseln hinmache, dann kann das nachher nach was aussehen. Dass man das nicht sieht, was ich hier veranstaltet habe. Aber so wird das nichts. Ha! Rückgängig. Guck mal, wie das hier aussieht. Auch nicht schlecht. So kriegt man das ja hier wohl weg. So, wieder hin, ne? Aber da die Ecke hier ist so, wie sie ist. Jetzt kann ich hier noch probieren. Aber auch das wird so nichts. Aber ich kann das hier mit Blumeninseln alles retuschieren. Das sieht ja jetzt auch wieder nach halbwegs was aus. Hier will ich zulassen, wie gesagt. Wenn ich das so hinmache, sieht das doof aus. Jetzt gehen die doch alle da lang. Nee. Dann machen wir es wieder so hin. Wie gesagt, das kann ich hier verstecken. Hier kann dann ein Tisch hin in die Ecke. Hier sollten auch vielleicht so ein paar, ne,
Wände dann hin, irgendwas kommt dann auch hin, das muss ich doch mal machen. Eine Verbindung, warte, noch eine Verbindung von dem zu dem machen. Also ihr habt jetzt echt hier die Kastration von Planet Coaster live miterlebt. Aber... ja! Ja! Ich habe den Weg verbunden damit! Hier ist... was ist das für eine Kante? Warum? Ach, ist das höher? Hier ist nicht alles eben. So, wenn ich jetzt hier noch Tische hinmache am Ende und noch das umzäune und ein paar Pflanzen hinmache, dann sieht das vielleicht nach irgendwas aus am Ende. Ein kleiner Punkt in meinem großen Park. Das ist mein nächstes großes Großbauprojekt. Der Zaun wird natürlich hier dann weggelöscht an der Stelle. Das ist natürlich klar. Kann man jetzt noch schnell machen. Hier X war doch, glaube ich, ne, so. Naja, da muss ich das Gebäude da einfach dran friemeln. Das Gebäude wird hier verlängert, einfach hier hin. Dann haben wir doch da was. Einfach, sage ich jetzt mal so. Weil ich denke, das könnte einfach sein. Ich weiß es noch nicht. Oh ja, das wird noch Spaß. Das werde ich alles noch machen. Und ich freue mich bis dahin auf einige Kommentare von euch. Ihr seht, das ist alles nicht einfach, was man hier so machen kann, will und möchte. Und trotzdem... ich freue mich drauf, wenn das wieder ein neues Meisterwerk-Stück wird dort. Mir schlägt auch keiner mehr ein. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, was da vorne los ist bei unserer Tassenbahn. Da sitzen tatsächlich wieder ein paar Leute drin, aber halt nur ein paar. Ich meine, das ist ja auch in echt jetzt nicht so eine überrannte Bahn, sowas. Aber immerhin, ein paar Leute sitzen drin. Und das war es jetzt erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut bei mir in meinen Pro Evolution Soccer, also in meinen Jurassic World Evolution Soccer Let's Play rein, dass ich dann jetzt in der Woche starten werde. Ich weiß nicht, wie viele Parts das werden, wie viel Spaß es mir das Spiel macht. Ich bin sehr gespannt. Das geht jetzt bald los. Bis dann erstmal. Macht's gut. Euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.